Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel und wir sind wieder an der Stelle, wo wir aufgehört haben, nämlich mit dem Space Truck Antrieb in der Nähe des Space Trucks. Und jetzt würde ich sagen, bereiten wir mal die Dinge vor, die wir so tun müssen. Und ich denke mal, als erstes können wir dafür mit dem Space Truck auf jeden Fall noch ein bisschen näher an unser Ziel ran. Und das Ziel ist unsere Space Truck Station natürlich. Und um dorthin zu kommen, wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen näher ran. Wir haben ja noch gute 40 Meter Abstand. Da hinten ist der Punkt, an dem wir das Ganze anbauen wollen. Und damit wir das dann auch noch schaffen, würde ich sagen, benutzen wir jetzt mal ein bisschen noch vom normalen Treibstoff und machen den Rest dann mit dem RCS. Wir haben ja einiges an Monopropellant mit dabei und auch ordentlich Düsen dafür. Das heißt, es sollte eigentlich ganz gut klappen, dass wir damit arbeiten können. So, ich denke mal, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben den Space Truck als Relay. So. Kurz gucken. Die Richtung ist gar nicht so gut. Es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn wir ein Stück in die Richtung abdriften. So. Müssen wir nur gleich gucken, dass wir es rechtzeitig abbremsen. So, wie viel Platz ist das noch? Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das heißt, wir machen jetzt mal aus. So, und jetzt eyeballen wir mal so ein bisschen die Entfernung, ne? Also ich denke mal so, oh, ein bisschen Platz ist noch. Oh. Aber zu lange sollten wir auch nicht mehr warten. So. Langsamer. Mal ein bisschen optisch gucken. Es scheint sich noch so ein bisschen anzunähern. Was machen wir denn da jetzt? Ich würde sagen so. Und dann eigentlich, lass mal schauen, driften wir darüber? Eigentlich nicht, ne? Okay, das ist stabil genug, würde ich sagen. Jetzt schnappen wir uns mal einen Ingenieur. Das ist der gute Schnorpel. Und der gute Schnorpel hat hoffentlich noch Ausrüstung. Oh, das sieht gar nicht gut aus, Schnorpel. Gut, hat er nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir in dem anderen Inventory, da haben wir zumindest schon mal Werkzeug drin, das ist nicht schlecht. So, und dann gucken wir mal, ob wir eventuell im Frachtcontainer noch was drin haben. Für den Schnorpel an Ausrüstung. Und auch hier müssen wir jetzt, glaube ich, gucken, bis dieser Bug mal behoben ist. Das wäre... Ah, sehr schön. Sehr schön. Da haben wir einiges. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar von denen hier. Die sollten wir noch wieder zurückpacken. Und wir brauchen... Oder wir brauchen nicht zwingend, aber wir setzen ihn einfach mal auf. Ein Expanded Eva-Rucksack. So, und dann geht's mal hinter zum Antriebsbereich. Da wollen wir arbeiten. Und das Erste, was wir natürlich dafür brauchen, ist auf jeden Fall ein Dockingport. Die haben wir, und damit wir die einsetzen können, müssen wir natürlich aber erstmal den Antrieb da hinten loswerden. Und dafür wird unser Ingenieur hier mal einschreiten. Und den Antrieb einfach abbauen, würde ich sagen. Das ist, denke ich, der einfachste Weg, den jetzt loszuwerden. Also den Pudel hier quasi entsorgen, damit wir dann einen Dockingport dort verbauen können. So, detach den Pudel. Bewegen können wir den wahrscheinlich mit einem Grab nicht. Nee, da brauchen wir ein paar mehr Kerbels. Aber wir können ihn natürlich schieben, indem wir einfach ein bisschen gegendotzen. So. Geben ihm einfach so einen kleinen Impuls mit. Das reicht ja, damit er auf Dauer auf jeden Fall vom Schiff verschwindet. So, und jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, das Solarpanel sollten wir auf jeden Fall auch einfahren. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr.
einfach nur um sicher zu gehen. So, damit hier nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Vor allen Dingen, wenn wir nachher das Docking-Manöver machen. Und dann bauen wir einfach einen von den Docking-Ports, die wir haben, hier um. Es ist, glaube ich, am einfachsten, das zu machen. Statt jetzt irgendwie groß anzufangen, festzustellen, dass wir gar keine Docking-Ports dabei haben. Der Plan war ja so oder so, dass wir einen von denen nehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach den hier oben dran und bauen den entsprechend um. So, damit wir das aber hinbekommen, müssen wir ihn jetzt erstmal lösen. Dann nehmen wir ihn und dann bauen wir ihn jetzt erstmal ein bisschen näher ran. Ich glaube, man kann den nicht tragen und für mein Inventory ist er einfach zu groß. So, und jetzt probiere ich nochmal, ob ich dieses Node-Attachment wieder hinbekomme. Also das macht man mit der Taste R übrigens, um hier einen sauberen Node hinzubauen. So. Zack. Grab. Node-Attach. Und zack. Also ich habe jetzt einmal, als ich Node-Attach gesagt habe, quasi R gedrückt. Und dadurch habe ich den jetzt schön mittig drauf. Das sieht gut aus. So, und jetzt werde ich hinten noch eine kleine Modifikation vornehmen. Und zwar baue ich diese ganzen Hütchen ab, weil die sind einfach nur unnützes Gewicht im Weltall und einfach nur eine optische Verschönerung, die uns nichts bringt. Wir können definitiv sinnvollere Sachen an diesen Stellen später mal bauen als irgendwelche aerodynamischen Hütchen. Die waren halt nur für den Start da. Und wir brauchen sie jetzt hier oben einfach nicht mehr. Und da die auch einfach Platz wegnehmen, wenn wir andocken und potenziell, wenn die Rotation nicht ganz korrekt ist, halt mit den Solarpanels in Kontakt kämen, bauen wir die jetzt einmal ab, damit die weg sind und wir dann in Ruhe das Docking-Manöver machen können. Ja, und dann wird als nächstes noch die Verstrebung gemacht und dann sind wir eigentlich so weit, dass der Antrieb funktionieren sollte. So, das haben wir. Das heißt, jetzt kann Schnorpel erstmal kurz ein Päuschen einlegen. Aber eigentlich kann er draußen bleiben. Wir brauchen ihn eh nochmal für die Verstrebung. Das heißt, wir hängen ihn da jetzt mal an die Leiter ran. Oder so. Wir haben ja auch massig Eva-Propellant noch. Ja, sehr schön. Lebenserhaltung hält auch noch irgendwie tagelang, glaube ich. Ja, 3 Tage mindestens noch. Gut, dann kann Schnorpel hier erstmal ein Päuschen machen. Und sich einen Space-Snack reinziehen. Und wir gucken mal, so, das ist der Space Truck Antrieb, oder? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da lösen sich unsere Hütchen. Control from here. Und wir wollen jetzt dorthin. Jetzt haben wir nämlich ein gültiges Ziel. Jetzt drehen wir das mal einmal in der Hoffnung, dass meine RCS-Thruster gleich mitspielen. So. Also, als allererstes wollen wir was relativ Einfaches tun. Wir wollen jetzt erstmal drauf zu, dass wir uns auf jeden Fall nicht mehr entfernen. So. Dafür feuern wir ein bisschen mit H. So, jetzt nur nicht zu schnell werden. Zip, 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 zip. Wir fliegen jetzt in diese Richtung. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Weil dann haben wir gleich einen schönen rechten Winkel, um dahin zu kommen. Funktioniert denn jetzt? Ja, wir scheinen in die richtige Richtung zu liegen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich mit den Thruster-Düsen ein relativ gutes Undock-Manöver fliegen. Relativ exaktes. Mal gucken, ob das auch so klappt, wie ich mir das alles vorstelle. Aber die Vorzeichen sind nicht schlecht. Gut, wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen bremsen. Geht noch. Gott, wäre voll angestrahlt von dem Scheinwerfer. Völlig überbelichtet hier. Guck mal lieber so, ist nicht ganz so stressig für die Augen. So. So, ein bisschen noch, weil wir drehen uns ja wahrscheinlich durch unsere Mitte durch. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern wir drehen uns halt durch unsere Mitte durch. So. Sehe ich natürlich nichts mehr, aber dürfte grob hinhauen.
So, und jetzt drehen wir uns, wartet mal, das ist natürlich noch nicht korrekt, drehen wir uns in diese Richtung. Faszinierend. Okay. Ja, das ist noch nicht nah genug. Wir drehen uns noch zu weit vorne. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr fahren, bevor wir das Docking-Manöver machen. So. So. Also, wir sind noch ein bisschen zu weit hinten. Hatte ich Control vom hier schon gemacht? Ja, ne? Warum eiert er denn jetzt so blöde? Auf zu eiern. So. Sehr schön. Ja, das wird auf jeden Fall ein mächtiges Raumschiff. Also ganz klein wird es nicht. Bin mal gespannt. Wenn wir gleich angedockt sind, kriegen wir auch Engineer-Informationen. Was das so selbst ohne Betankung für eine Thrust-Weight-Ratio hat. So. Jetzt müsste es aber tun. Vom Winkel her. Oh, sieht gar nicht schlecht aus. Das sollte reichen für ein Docking-Manöver auf jeden Fall. Also es spricht auf jeden Fall sehr gut an mit den ganzen Reaction Wheels. So, und dann geben wir ihm jetzt ein bisschen Schub nach vorne. In der Hoffnung, dass das reicht. Blöde Persistent Rotation natürlich wieder. So. Na komm, auf dem Ziel bleiben. Ja, was wir hier dann haben als Antrieb, ist quasi alles auf Atomtriebwerken basierend. Also das hier hinten kommt noch weg. Hier in die Mitte würde ich später dann gerne. Hier ist schon ein Dockingport auch vorbereitet. Hier kann man den ganz gut sehen. Und da möchte ich dann gerne so im Schlepptau unser Landemodul mitnehmen, dass wir das hier dazwischen packen. Dass das nicht irgendwo vorne aufgesetzt ist. Wir haben vorne dann natürlich auch noch Platz, um was anzudocken. Wir haben hier hinten noch Platz. Also im Großen und Ganzen haben wir noch so ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen. Ich will auf jeden Fall ein Landemodul mitnehmen, weil wenn wir nach Duna fliegen mit dem Ding, dann wird natürlich auch gelandet. So halbe Sachen machen wir ja nicht. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen arg langsam. Und ja. Was halt noch interessant wäre, wäre eventuell noch ein Siedlungsmodul. Da habt ihr euch gesagt, ja, ihr würdet ja gerne gleich irgendwas so koloniemäßiges machen. Ich guck mal. Also wir haben ja noch so ein paar Pioneer-Module, die hier auch im Orbit rumfliegen. Was kommt da hinten eigentlich an? Irgendwas ist da. Ach, Campbell's Craft. Was auch immer Campbell's Craft ist. Vielleicht eins der benannten Pioneer-Module. Man weiß es ja nicht. So, 5,8 Meter noch. Wir sind doch relativ schräg, muss ich sagen. Relativ schräg unterwegs. So ein bisschen ausgleichen vielleicht. So. Sehr, 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 sehr schräg rein. Das sieht nicht so gut aus. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken, wie unsere Orientierung ist. Wir. Das meinte es also nach rechts. Okay. Dann müsste ja. Ne. Das hier quasi die richtige Richtung sein. Ja. Das passt. So, also ich benutze jetzt die seitlichen RCS-Thruster, um uns so rumzuhebeln. So. Und dann bekommen wir hier nämlich nach und nach jetzt einen schöneren Winkel hin. Sobald wir rumgedriftet sind. Und dann müssen wir das nur noch ein bisschen ausgleichen. Und dann können wir andocken. Beziehungsweise können wir den Vorwärtsschub schon mal mit reinnehmen. Na, guck mal, da sieht man auch schon ein bisschen was. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja.
Könnte sogar schon reichen. Na. Da hatte ich noch ein bisschen zu lange das ACS an, glaube ich. Aber vielleicht reicht das sogar. Wir sind auf jeden Fall im Anzugsbereich des Docking Ports. Ja, das dreht uns schön rum. So, vom Winkel her sieht das auch okay aus, dass man es so lassen kann, weil dann haben wir die Verschraubung nicht an den Solarpanels. So, und der Antrieb ist dran. Sehr schön. Das hat uns natürlich auch nochmal eine schöne Inventory-Fläche jetzt geschaffen. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die ganze Kiste hier noch mit Verstrebungen machen. Und hier können wir auch nochmal gucken. Hier ist nämlich noch Oxidizer drin. Den können wir hier reinpumpen, weil wir brauchen den ja hier nicht mehr. Und im Gegenzug dafür können wir hier schon mal ein bisschen Liquid Fuel absaugen. Eigentlich sogar alles. Und dann haben wir den Oxidizer schon mal weg. Das Ding da interessiert ja keinen mehr. Das werden wir nachher abkoppeln, wenn wir hier fertig sind. So, dann haben wir schon ein bisschen Sprit uns mal zurechtgejungelt. So, und jetzt kommt natürlich wieder Schnorpels Auftritt. Das sind jetzt vier lustige Teile. Schnorpelkörmen, genau. So, Schnorpel, du bist wieder dran. Und zwar jetzt dafür zu sorgen, dass das hier nicht alles hin und her wobbelt, sondern wir zwischen den Teilen eine saubere Verstrebung haben. So, und dafür hatten wir hier unten schon einen Teil der Struts angebracht. Und da werden wir jetzt mal das Gegenstück noch für hinbauen. Einen guten Mann. So, Split. Wir brauchen vier Stück. Nachher dann. So, und das erste kommt hier so hin. Also, das heißt, wir werden das... Huch, was macht Schnoppel denn hier? Da so hinbauen. Jawohl. Und dann können wir das auch gleich linken und linken. So, damit haben wir die erste Verstrebung. Und dann geht's rüber auf die nächste Seite. Jo, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und ich denke, wenn wir die vier Struts hier dran haben, dann dürfte das auch relativ stabil sein. Also auf jeden Fall für den Livestream heute Abend. Und ja, es wird einen Livestream heute Abend geben. Und der wird Hardcore-Körbel sein, weil ich nicht dazu gekommen bin, eine Abstimmung zu machen. Aber ich denke, mit Hardcore-Körbel können wir alle immer sehr gut leben. Da werden wir dann auf jeden Fall eine erste Testfahrt auch mit dem Boot hier unternehmen. Indem wir dann mal gucken, dass wir uns so ein Pioneer-Modul aus dem Orbit noch schnappen und das vorne ranbringen mit einem weiteren Dockingport. Und es steht natürlich an, hier für hinten zum Ankoppeln noch eine saubere Landeeinheit zu konzipieren und umzusetzen. Und auch das ist natürlich ein Thema für den Livestream. Denn wir haben jetzt noch ein Jahr, 286 Tage Vorbereitungszeit. Und dann geht es auf die große Reise Richtung Duna. Und da wir natürlich nicht alle drauf gehen wollen, also gerade ihr als Abonnentenkörbels wahrscheinlich nicht, wollen wir das natürlich ordentlich vorbereiten und ein schönes, gutes, vorbereitetes Schiff haben, was durchdacht ist und was dann auch funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen hier so langsam zum letzten Böbbel, bevor der Schnorpel wieder einsteigen darf. Und dann würde ich sagen, lassen wir es uns mal zumindest nicht nehmen, einmal ganz kurz anzugucken, wie das Schiff so Trust Weight Ratio mäßig aussieht. Max Angle Award. Hä? Link. Ja, es ist mir schon klar. Du sollst es ja auch hier hinlinken. Link. Escape. Ah. Was ist denn jetzt hier los? Link. Und. Okay, irgendwie. Den will er jetzt nicht. Gucken, dass ich den auch wirklich treffe. Das wäre sonst doof. Sonst schraube ich hier den ganzen Tank ab. So. Grab. Und. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Irgendwas wollte er jetzt von der Entfernung und vom Winkel und von allem her nicht. Oh Gott, warum ist das plötzlich so hell?
So, jetzt hält das. Ist hier irgendwie Sonnenaufgang oder sowas? Tatsächlich, da geht die Sonne wieder auf. Und es ist schön hell. So, wir packen jetzt aber erstmal Schnorpels Ausrüstung an. Wir können die auch hier hinten, ich muss gar nicht so weit weg. Wir haben ja hier auch einen Container. Packen das hinten in den Container rein, dann ist schon mal ein Teil der Ausrüstung auch hinten, wo man potenziell bauen muss. So. Damit wir nicht wieder irgendwas verlieren durch diesen blöden Einsteigebug. So. Die können da rein. Das kann da rein. Und das kann da auch rein. So, wir haben nämlich auch noch ein bisschen Eva-Propellant, um nach Hause zu kommen. Und ich würde sagen, wo kann denn der Schnorpel jetzt wohnen? Jetzt sind ja Wissenschaftler da, dann kann der Schnorpel jetzt erstmal wieder ins Cockpit vorne rein. Da kam er auch her. So, gut, große Bastelaktion beendet. Und jetzt kommt der große Moment der Wahrheit, dass wir uns mal angucken. Nee, ich würde gerne hier jetzt mal einsteigen wieder. So, was die Kiste uns denn jetzt so geben kann. Denn wir können jetzt die Teile hier aktivieren. Und das sind dann hoffentlich 4 Stück. Aktivieren. So, und dann müssten wir theoretisch, jetzt müssen wir einmal gucken, dass das Ding hier auch wirklich stillhält und nicht dreht. Ganz, ganz vorsichtig. Oh Gott, da habe ich ein bisschen Schiss vor, das Ding jetzt hier abzukoppeln, aber wir müssen vorher sicher sein, dass das hier hält. Es darf nicht mehr so... Es rotiert schon noch irgendwie, ne? Das ist bestimmt durch Persistent Rotation, weil wir uns so rumbewegen. Okay, also, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen das jetzt hier ab. Jetzt machen wir SRS aus. Die Köppelnote, zack, und... Nein, nein, die alte Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Puh, koppeln uns hier mal weg. So, wir haben jetzt eine Trust-Weight-Ratio von 0,0. Hm, das glaube ich nicht. 0,03. Cannot warp faster while there's a Kerbal on the ladder. Wo ist denn ein Kerbal auf einer Leiter? Haben wir jemanden draußen hängen? Schnorpel ist doch reingegangen, oder? Sind alle drin, richtig? Ja, Schnorpel ist auch da. Okay, ich würde sagen, wir geben einmal kurz Vollspeed. Was? 0,4. 0,4 Trust-Weight-Ratio. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, wir sind natürlich auch noch nicht voll betankt und wir haben noch nicht alles dran. Aber jetzt drehen wir die Karre mal wirklich. Das Strutten scheint auch zu funktionieren. Also es ist... Sieht jetzt nicht aus wie... Da vorne ist halt nicht so doll. Das müssen wir nochmal irgendwann ein bisschen nachbasteln, auch mit Struts, dass hier wieder was dazwischen ist. Aber alles in allem sieht die Kiste gar nicht so übel aus. Wir müssen sie halt jetzt noch betanken und wir müssen noch die Landemodule bauen. Aber das heben wir uns auf für den Livestream. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich nachher auf euch im Livestream oder eben in der Livestream-Wiederholung. Mein Name ist Robert und tschüss.